Schweinefleisch. Vermeiden Sie alle Arten von Schweinefleisch, einschließlich Kochschinken, Schinkenspeck, verarbeitete Schweinefleischprodukte, Schweineschmalz und so weiter. Es ist so gut wie unmöglich, von irgendeiner chronischen Erkrankung zu genesen, wenn man in irgendeiner Form Schweinefleisch verzehrt, weil es einen hohen Fettgehalt aufweist. Hier noch eine kleine Anmerkung von mir. Ich rate euch, nicht nur auf Schweinefleisch zu verzichten, sondern auf jede Art von Fleisch, denn sie ist schlecht für euren Körper und weil sie ganz viel Fett enthält und Karzinogene und sie schädigt unsere Umwelt, die Tiere sowieso und alle Menschen. Also wenn ihr nicht wollt, dass es in eurem Körper so ausschaut wie in diesem Bild, dann lässt ihr das Fleisch essen ganz. Das rate ich euch. Fisch aus Aquakultur. Fisch aus Aquakultur wird oft in engen, abgeteilten Anlagen gezüchtet. Das fördert Algen, Parasiten und Krankheiten, weshalb Züchter die Fische mit Antibiotika und das Wasser mit Chemikalien behandeln. Es macht den Konsum von Fisch aus Aquakulturen riskant. Am sichersten sind immer noch Wildformen, etwa Lachs, Heilbutt oder Schellfisch. Doch welchen Sie auch immer wählen, denken Sie an das Quecksilber, besonders bei den großen Fischarten wie Schwertfisch und Thunfisch. Gluten. Gluten ist ein Protein, das in allen Getreiden vorkommt. Am allergischsten reagieren Menschen auf Gluten in Weizen, Gerste, Roggen und Dinkel. Bei Hafer kann es zu Kontaminierungen anderer Getreidesorten durch den Ernte- und Herstellungsprozess kommen. Doch ansonsten ist Hafer sehr gut für Menschen, die nicht so empfindlich sind. Achten Sie auf Angaben zur Glutenfreiheit. Glutenfreie Haferflocken kann man zum Beispiel bei der Firma Keimling bestellen. Das ist eine kleine Anmerkung von Sonja. Glutenhaltige Getreide können auch viele Allergene und Proteine enthalten, die alle möglichen Beschwerden auslösen. Sie wirken als Disruptoren und führen zu Entzündungen, besonders im Darmtrakt. Auch irritieren sie das Immunsystem, ihre erste Bastion gegen Krankheiten, und lösen oftmals Zöliakie, Morbus Crohn und Dickdarmentzündung aus. Glutenhaltiges Getreide erschwert es dem Körper, sich zu regenerieren. Wenn Sie so schnell wie möglich wieder gesund werden wollen, dann reduzieren Sie Getreide jeder Art. Glutamat. Mononatriumglutamat, MNG, umgangssprachlich Glutamat, ist ein Nahrungszusatz, der Bestandteil etlicher Produkte und Restaurantessen sein kann. MNG ist ein Salz, das natürlicherweise in der Glutaminsäure, einer nicht essentiellen Aminosäure, vorkommt. Aber an dem großen Schaden, den es anrichten kann, ist überhaupt nichts Natürliches. Glutamat reichert sich normalerweise im Gehirn an, wobei es tief ins Gewebe gelangt. Dort kann es dann zu Entzündungen und Schwellungen führen und tausende Gehirnzellen absterben lassen, elektrische Impulse unterbrechen, Neurotransmitter schwächen, Neuronen untergehen lassen oder zu Verwirrung und Angstzuständen führen und sogar zu Minischlaganfällen. Auch schwächt und schädigt es das Zentralnervensystem. Glutamat ist dann besonders schädlich, wenn man an einer Erkrankung des Gehirns oder Zentralnervensystems leidet. Doch Glutamat ist auch sonst nicht gut. Kurz gesagt, Sie sollten es grundsätzlich meiden. Weil Glutamat in zahllosen Produkten enthalten ist, sollte man die Etiketten sorgfältig lesen. Auch ist es wichtig zu wissen, wonach man sucht. MNG, also Glutamat, ist oftmals unter anderen Bezeichnungen aufgrund seines verdientermaßen schlechten Rufs versteckt. Die folgenden Begriffe zeigen an,
dass Mononatriumglutamat als Inhaltsstoff zugesetzt ist. Glutamat, hydrolysiert, autolysiert, Protease, Carrageen, Maltodextrin, Natriumcaseinat, Balsamicoessig, Gerstenmalz, Malzextrakt, Hefeextrakt, Brauerhefe, Maisstärke, Weizenstärke, modifizierte Stärke, Gelatine, texturiertes Eiweiß, Molkenpulver, Sojaprotein, Sojasauce, Brühe, Bouillon, Fond und Würze. Natürliche Aromen. Bei allen möglichen Zutaten, die als natürliche Aromen bezeichnet werden, natürliches Kirscharoma, natürliches Orangenaroma, natürliches Zitronenaroma, natürliches Fruchtaroma, handelt es sich keinesfalls einfach um Fruchtauszüge. Und sie sind nicht zwangsläufig gesund. Das gleiche gilt für Raucharoma, Hühnchenaroma, Fleischaroma, natürliches Pfefferminzaroma, natürliches Ahornaroma, natürliches Schokoladenaroma, natürliches Vanillearoma, sowie all die natürlichen und naturidentischen Verwandten. Bei Aromen, die natürlich ausgewiesen sind, ohne Angabe ihrer Herkunft, kann man davon ausgehen, dass sie biotechnologisch aus anderen Grundstoffen erzeugt wurden, unter Einsatz von Enzymen, Bakterien oder auch Pilzen. Aus Schimmelpilzkulturen etwa werden Aromen hergestellt, die nach Pfirsich oder Kokos schmecken. All diese natürlichen Aromen sind biologisch riskant. Natürliche Aromen laufen unter dem Radarschirm und sind in tausenden Produkten zugelassen, die als gut, unbedenklich und gesund für Sie und die Kinder beworben werden. Künstliche Aromen. Unter künstlichen Aromen versteht man alles, was aus dem Labor kommt. Gehen Sie kein Risiko ein und essen Sie sie nicht. Lassen Sie, wann immer es geht und so gut Sie können, die Finger von diesen chemischen Zusätzen. Süßstoffe. Die meisten künstlichen Süßstoffe sind Neurotoxine, weil sie Aspartam enthalten. Diese können Neuronen und zentralen Nervensystem schädigen. Auf lange Sicht können künstliche Süßungsmittel zu einem neurologischen Zusammenbruch und Schlaganfällen im Gehirn führen. Wenn Sie Heißhunger auf Süßes haben, essen Sie Obst. Obst ist gut im Kampf gegen Krankheiten und hat viele heilende Eigenschaften. Zitronensäure. Im Vergleich zu anderen Zusätzen in diesem Kapitel nimmt sich die Zitronensäure nicht so schlimm aus. Allerdings wirkt sie auf den Schleimhäuten von Magen und Darm reizend. Dadurch kann sie Entzündungen und Beschwerden verursachen, wenn man empfindlich ist. Zitronensäure als Zusatz ist nicht das gleiche wie natürliche Säure in Zitronen. Sie sollten sie nicht verwechseln. Zitronen weisen sehr viele heilende Eigenschaften auf. Die isolierte Zitronensäure ist zuweilen aus Mais gewonnen. Besonders wenn Sie unter Magenschmerzen leiden, sollten Sie auf Zutatenlisten nach Zitronensäure Ausschau halten und gegebenenfalls auf Gerichte verzichten, die sie enthalten. Nahrungsergänzungen, die es zu vermeiden gilt. Viele der frei verkäuflichen Nahrungsergänzungsmittel sind wunderbar. Dennoch gibt es solche, die sich je nach ihrer Verfassung als wenig förderlich erweisen. L-Carnitin. Haben Sie Herpesviren? Hat Ihnen Ihr Arzt vielleicht zu Nahrungsmitteln geraten, die einen hohen Gehalt an der Aminosäure Arginin aufweisen? Daran ist etwas Wahres, zumal das Risiko durch Arginin geringer ist als das einer anderen Aminosäure Carnitin,
des Supernährstoffs aller Herpesviren. Das gilt ebenso für andere Viren. Auch bei Krebs ist L-Carnitin nicht angezeigt. Seien Sie auf der Hut vor L-Carnitin. Lassen Sie die Finger von dieser Aminosäure als Nahrungsergänzung. Molkenpulver. Molkenpulver ist ein Nebenprodukt der Käseherstellung, das Ihnen nichts wirklich bringt, außer dass es zu Entzündungen führen kann. Stattdessen sollten Sie auf hochwertiges Hanfproteinpulver aus biologischem Anbau zurückgreifen. Prüfen Sie die Inhaltsstoffe, um sicherzugehen, dass nichts enthalten ist, was in diesem Kapitel beanstandet wurde. Fischöl. Der Fischöltrend ist wohl im Moment nicht aufzuhalten. Dennoch sollten die Menschen wissen, was sie da in ihren Körper zuführen. Ab und zu Fisch aus Wildbeständen zu essen, ist das eine und in Ordnung. Etwas ganz anderes aber sind fischölhaltige Nahrungsergänzungen. Zunächst einmal denkt man ja, dass es sich um die gleiche Sache handelt. Aber in Wirklichkeit sind die Unterschiede groß. Das Problem sind vor allem Quecksilber und Dioxine, die in den Fischen vorkommen, welche für diese Nahrungsergänzungen herangezogen werden. Wenn man quecksilberhaltigen Fisch isst, dann bleibt das aufgenommene Quecksilber vor allem im Darm, Leber und Magen. Doch es ist etwas anderes und viel gefährlicher, wenn Sie Fischöl als Nahrungsergänzung konsumieren. Zwar sagen die Hersteller, dass die Quecksilberbestandteile aus ihren Produkten entfernt wurden, doch ist dies unmöglich und eine unrealistische Behauptung. Bei Fisch konzentriert sich Quecksilber vor allem in den flüchtigen Omega-Fetten. Wenn nun Millionen Fische bei der Ölgewinnung verarbeitet werden, erreichen die Quecksilber-Level Höchststände. Der Verarbeitungsschritt, den die Hersteller dann einschalten, um den Quecksilbergehalt zu reduzieren, macht das giftige Schwermetall instabil. Dadurch aber wird es erst so richtig aufnahmefähig, gerät zur homöopathischen Spielart seiner selbst. Für diejenigen, die sich für Homöopathie interessieren, je höher eine Substanz verdünnt ist, desto stärker wird seine energetische Frequenz und desto mehr Macht und Einfluss gewinnt es über den Körper. Das Quecksilber eines fischölhaltigen Nahrungsergänzungsmittels kann auf diese Weise die Blut-Gehirn-Schranke passieren und mit Leichtigkeit direkt in empfindliche Organe eindringen. Auch kann es Viren und Bakterien fördern. Mit Fischöl-Nahrungsergänzungen gelangen Sie möglicherweise auf die Überholspur in Richtung Alzheimer, Demenz und chronische Entzündungen des Gehirns. Halten Sie besser nach pflanzlichen Omega-Nahrungsergänzungen aus Algen ohne Fisch Ausschau. Eisenhaltige Nahrungsergänzungen. Obwohl Eisen in der richtigen Menge gut für Sie ist, wird es doch auch von Viren geliebt. Fast alle Anämien gehen auf eine niedriggradige Vireninfektion zurück. Deshalb sollten Sie eisenhaltige Nahrungsergänzungen meiden, sofern sie nicht pflanzlich sind. Erhöhen Sie Ihre Eisenzufuhr stattdessen über Spinat, Gerstengras, Mangold, Kürbis, Kürbiskerne, Spargel, ungeschwefelte getrocknete Aprikosen und andere Gemüse und Obst mit einem relativ hohen Eisengehalt. Viren nehmen das Eisen aus diesen Quellen wohl weniger gut auf, weil Gemüse und Obst natürliche antivirale Eigenschaften haben. Ja, meine Lieben, jetzt wisst ihr, was No-Foods sind. Man sagt auch Krankmacher dazu oder Virenfütterer, weil sie genau das machen. Während Sie noch einen Satz von Anthony William, das heißt ein Absatz, wären Sie auf einer einsamen Insel gestrandet und die einzigen Nahrungsmittel dort wären nur Hühnchen, Eier und Fleisch, dann hätten Sie, wenn Sie 2 Jahre später gerettet worden wären,
gesundheitlich ein riesiges Problem. Alle Systeme ihres Körpers, und nicht nur eins, wären dann vollkommen übersäuert, wenn sie überhaupt noch lebten. Wären sie jedoch auf der gleichen Insel mit nichts als Avocados, Papayas, Bananen und dergleichen gewesen, dann wäre ihr Zustand nicht nur in Ordnung, sie wären in Topform. Das war mein Video, meine Lieben. Macht's es gut. Servus.